Das werden wir gleich mal alles zeigen. Erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufnahmestream LS22 mit unserem wertgeschätzten Philipp. Hallöchen, Philipp. Hallöchen. Quark. Quark. Hallo, Miki. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Philipp heute in einem furchtbar fröhlichen Schwarz. Natürlich Star Agrar hinten drauf, natürlich. Und mit grünen Applikationen und natürlich den Andrina Games Flügeln auf der Mütze. Ich habe keine Mütze auf, glaube ich. Nee. Schalten wir mal um. Ich bin heute in einem eher dunklen Grau, allerdings heute auch im Anzug. Ja, ein ganz und kurzer Kondom. Mit einem Knödel am Kopf, so wie sich das gehört für eine gute Arbeiterin. Nicht wahr, nicht wahr? Dankeschön, Beringer. Sehr stilvoll. Oh Gott. Dankeschön, Philipp. Sigi, das tue ich mir heute auf jeden Fall noch rein. Das ziehe ich mir, glaube ich, instant nach dem Stream rein. Das werde ich mir anschauen. Dankeschön, Sigi. Ja, dann, hallo, du hast Mickey. Mich ja gerade im Bild, ne? Ja. Du weißt ja, was du reingetan hast. Es wäre jetzt, ja. Mir wäre jetzt lieb, wenn du die Zwerge, die Frösche und die Mickys zeigen könntest. Na klar. Mit denen wir eventuell unseren Hof verschönern können. Das wäre schon mal. Wir das sind so die drei Dinge. Das sind so die drei Dinge, die mir aufgefallen sind als erstes, als ja. Ich da heute raufgeguckt habe. Berge, die Frösche. Also hier haben wir schon mal zwei Mickys. Ja, man nimm mal einen raus, dass man. Und ich habe das, ich habe mich das so gemacht, dass ich das auf dem Dach gemacht habe. Geh mal irgendwo hin, wo ein Dach ist. Höher, höher. Und dann so. Guck mal, dann sieht man das nämlich. Dreh mal ein bisschen, genau. Also, so. Der Mickey mit der schwarzen Krähe, das sieht doch mal richtig Hammer aus, oder? Das ist zum Beispiel ein Mickey, die Krähe kommt zwischen 6 und 20 Uhr und sitzt auf dem Arm. Ach, okay. Ja, man kann die Krähe an- und ausschalten. Okay. Ja, der daneben ist eigentlich dasselbe, bloß ist dieser beleuchtet. Oh, wie cool. Der hat auf dem Boden noch eine Lampe. Ja. So. Und dann weiter hinten waren da auch noch welche. Ja, wir gucken mal weiter, was wir noch so alles hier so haben. Gucken. Wir haben tatsächlich, ich habe tatsächlich für Dekoration gesorgt, damit wir später den Hof ein bisschen verschönern können. Ne? Mm. Gucken. Das Dixi-Klo, das eine Dixi-Klo fand ich auch ganz voll geil. Ne? Weiß gar nicht, wo das war. Ach, hier jetzt auch noch. Das ist zum Beispiel ein Taubenschlag. Ja, das kann man schwer sehen. Ne? So muss man, ja, genau. Ne? Ja. Weiter gucken. Und die finde ich richtig schön. Mal aufs Dach, dann sieht man das besser, weil du es dann höher ziehst. So, das ja, sind genau. Tore, die wie ein Fächer auf und zu gehen. Echt? Ach, so wie so ein. Ah, wie cool. Genau. Hallo Bluna und hallo Jürgen. Ja, einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Setzt euch. Die also, Feuerschale, davon habe ich Manu erzählt. Ja, die ist tatsächlich im Dunkeln an. Echt? Die brennen aber richtig mit Feuer oder glüht die nur? Die, das ist richtig gut dargestellt. Also es sieht richtig wie Feuer aus. Ja, cool. Ne? Genauso wie die hier. Die ist jetzt aus und im Dunkeln sind die an. Mhm. So. Wir können hier direkt auch Flüsse und Bäche oder ja, das ist ja nun einen kleinen Teich oder so anlegen. Dazu sind dann dementsprechend auch die Blumen, Schilf und sowas. Hier habe ich nochmal Tore mit Beleuchtung. Mhm. So. Ja, die Buchstaben und Zahlen, genau. Die sind auch beleuchtet. Okay. Ja. Hier haben wir mal Proxima. Einen weiteren Mickey. Hallo gucken. Proxima, so. Danke schön für deinen 22. Monat. So ist es besser zu sehen. Ja, ein bisschen. So. Noch ein Mickey, genau. Das ist der Dankeschön, mit dem Eimer, Dankeschön, Dankeschön. Den du gemeint hast. Ja, der mit dem Eimer. Geh mal ein bisschen näher. Das sieht echt merkwürdig aus mit dem Eimer. Da wusste ich noch nicht so, wie das so aussieht. Aber der. Und dann hier der. Guck mal, mit dem Kürbiskopf. Geil, oder? Da werden wir uns schon nochmal einen richtigen Mickey raussuchen. Hier haben wir denn die Frösche. Dieser, den habe ich gerade gesetzt. Der hat nämlich einen Sound. Ja, habe ich gelesen. Die liegen so flach auf dem Dings, ne? Mm. So, ja. Den finde ich auch geil.
Ja, den Traktor mit der, ja genau. Den Strohtraktor. Hallo Proxima. Ja, gibt's einiges, was so neu ist. Und dann sind tatsächlich noch andere Tore dazugekommen, und zwar diese hier. Aber wir haben ja keine Pferderenschen, ne? Ja. In verschiedenen Größen plus die Zäune. Also verschiedene Mauern noch dazu. Der mit dem Kürbis ist am schönsten. Also den werden wir auf jeden Fall. Hm. Und den mit dem Beleuchteten würde ich auch tatsächlich. Aber nicht jetzt. Das machen wir dann später. Die Zwerge habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die Zwerge, wo waren die denn? Die waren irgendwo. Die waren doch auch dazwischen. Ne? Oder sind die bei den... Ah, ja. Da sind die Zwerge, die Gruselzwerge. Die leuchten im Dunkeln. Popcorn! Ja. Ein gelber, ein blauer, ein roter und ich glaube ein pinker. Ein pinker, ja. Da habe ich auch gedacht, so, willst du mich jetzt foppen oder was? Willst du mich jetzt foppen? So, aber das soweit zur Deko. Aber jetzt gehen wir erstmal schuften. Ne? Jetzt ist mein Controller glatt wieder ausgegangen. Du. Hallöchen, Proxima. Popcorn. So. Oh, ein Gartenzwerg. Ja, ich weiß, wie eure die Gartenzwerge sind bei euch auch verhasst eigentlich. Muss ich glatt erstmal gucken. Bin ich eigentlich vor Ort? Ja, ich habe hier was stehen. Nee, du warst, warst du hier? Ich habe den Anhänger hier hingestellt für den Steini und ja, den Steini. Ja, genau. Ja, du müsstest jetzt tatsächlich, Wie weit bist du? Ich müsste dann schon anfangen Steine sammeln, ne? Ja, theoretisch schon. Gut, ich stelle mal den Anhänger hier weiter aufs Feld. Theoretisch schon. Los geht's. So. Also viel ist tatsächlich nicht mehr, was ich zu tun habe. Ich bin, glaube ich, letztes Mal richtig gut weit gekommen. Mhm. Und ich würde sagen, wenn in den Anhänger kann ja abgeladen werden, ne? Da müsste reingehen, ja, der ist niedrig genug. Ich würde sagen, wenn ich dann mit Flügen durch bin, dass ich das dann zu Ende steini. Mhm. Und du dann eben halt die Sachen dann halt wegbringst und guckst schon mal, dass wir Saatmaschine, Saatzeug und so weiter hierher kriegen. Genau, ich glaube, da werden wir uns eine ausborgen müssen. Weil ja, für den Mais. Ja. Der Mais muss rein. Die Direktsaat, ja. Wir können Proxima nicht noch viel, viel länger hinhalten. Da kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen ran an die Buddeln. Nanu, wieso geht er nicht runter? Er ist runter. Ah, gut. Also Vorgewende brauchst du noch nicht fahren, weil ich habe kein Vorgewende gemacht. Das nee, ich mache nur einmal so, wie es jetzt fertig ist, damit man drehen kann und ach so, ja, okay. Dann fahre ich gerade rüber. Weil hier hinten, ich habe kein Vorgewende gefahren, wenn ich mich recht entsinne. Was sind denn das, Küken? Scheiße, ich kann nicht gucken. Hühner. 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 Ich hab von dort, wo ich war, auch ein gelbes Küken mitgebracht, ein Kuscheltier als Erinnerung. Ui. Mm. Ja, ich kriege immer was zu hören, wenn ich ein Kuscheltier mitbringe. Derjenige, dem das gehört hat, sagt, da unten sind noch mehr. Ich sag, nee, ich will nur das Küken. Ich war auch froh, wo ich von den Kindern das alles losgeworden bin, du. Oh, wir haben so viele Kuscheltiere. Und ich kriege dann immer eine Standpauke, wenn ich wieder eins mit anschleppe. Aber die Große zum Beispiel, die sortiert auch immer aus und zwischendurch trägt sie dann immer welche, die sie nicht mehr haben möchte, rüber zu ihrer Schwester. Ja. Also da kann man nichts zu sagen. Ich sehe mich schon mit meiner Tasse Mais vor dem 60-Tonnen-Anhänger holen. Aber muss man wirklich vorstellen, so ein Riesen-Anhänger Mais, ey. Das ist wirklich krass. So, das ist zu viel. So, Abfahrt. Hey Zwerge, ho. Hey Zwerge, go. Manu sagt vorhin so zu mir, na, freust du dich schon auf LS? Ich sag ja, endlich mal wieder was fällt, ey. Ich hab... Wir waren ja da unten Richtung Bayern, ne? Also. Mhm. Und dann war ich dort auch unterwegs gewesen.
Und das war so, das ist so ein geiles Bild. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich es ja auch noch in Discord. Da sind ja die Berge richtig hoch. Das ist ja nicht hier wie bei uns oben im Norden, weil es alles Flachland so, ne? Mhm. Und da war ein Berg und dann hingen die Wolken so tief, dass man sie fast greifen konnte. Ja, und da drauf auf dem Berg standen Windräder. Und die drehten so und die Flügel, die oberen Flügel, als wenn die so richtig in die Wolke reingeschnitten haben, ne? Das sah so geil aus, ne? Ich habe das so gefeiert. Ja, ich war ja damals beim Caravan mit meiner Familie damals mal oben im Harzgebirge bei Barbarossa und da so auf dem Turm und da oben und dann hast du auch gedacht, oh, die Wolken sind nur 3 Meter entfernt. Im Münsterland sind Morvushügel auch Berge. Ja, genau nach dem Motto, genau nach dem Motto. Genau so, Hexele. So. Manu will haben. Was will Manu haben? Was kriege ich hier nicht mit? Manu braucht Liebe, ja, das braucht sie wirklich. Die habe ich so voll getextet, als ich wiedergekommen bin. Die muss schon Elefantenohren haben. Ich hoffe, dass es der Flug ist, ne? Was denn? Ja, ich habe genug Sprit im Tank, aber was das Kaputtheitslevel, den Kaputtheitslevel beträgt, geht langsam runter, ne? Ja, das ist klar. Das ist irgendwann. Boah, liegen hier Steine. Ja, sag ich doch. Da wirst du ein paar Mal abfahren müssen, wahrscheinlich. Ja, richtig Brocken. Ja, gut, der Computer fährt natürlich keine Steine ab, ne? Nee. So. Kommen wir hier einmal rüber. Ich dachte auch schon wieder neue Herzen. Die fallen irgendwie von oben runter, die bunten Herzen. Ach, guck an. Was ist das da bei Proxima? Kleines Monster oder was? Aber es geht dir auch so, ne? Du guckst auch immer, was da für genau. Emojis sind, ne? Ja, mir geht das auch so. Kann ich gute Nacht sagen? Gute Nacht, Mäuschen. Gute Nacht von Tante Andrina. Na, gute Nacht von Tante Andrina, soll ich sagen. Sie freut sich. Ich bin noch nicht mal das ganze Feld rum und habe jetzt fast 12.000 Liter drin. Ja, ich sehe schon. Weißt du, dass du öfter abfahren musst heute? Ja. Also wirst du tatsächlich, würden wir es so machen, dass du abfährst und nebenbei schon Saatmaschine und sowas fertig machst? Genau, das hole ich dann nebenbei schon ran. Sonja, es klingelt gar nicht. Warum klingelt das nicht? Ah, ich habe die Alerts aus. Ja, wollte gerade sagen, das hast du ausgemacht gehabt. Ich habe die Alerts, warte mal, dann muss ich mal gucken. Ja, einmal stehen bleiben. Sonja, danke schön. Sogar Bluna hat was gekriegt, siehst du. Einmal gucken hier. Sind sie denn die Alerts? So, jetzt sind die Alerts wieder an. Nicht ganz so. Das ist natürlich mein Chatty weg, natürlich. Tach! Kannst du dir das nicht angewöhnen wie Guru? Das heißt Moin! Ist mein Spiel weg. Oh, hallo Sonja. Ei gegrüßt. Dankeschön, liebe Sonja, für 5 Gifted Subs für Schäfi, Bluna, Nasi, Dark Merk. Urchi, Merkurchi, Merkurchi. Was? Und Mr. Rumpel. Sag Merkurchi? Ja. Ja, ich glaube, ne? Irgendwie sowas. Servus! Wo ist eigentlich unser Servus heute? Manu will ich haben? Du willst Manu haben? Was?
Guru will Manu haben. Okay. Kann man. Kriegt man die irgendwie? Nein, die Herzen. Ach so! Manu! Guru will die Herzen haben. Er will nicht dich, die Herzen will er nur. Er will nur deine Herzen. Das passiert, wenn man nicht im ganzen Satz schreibt. Ich glaube, noch zweimal hoch und runter bin ich durch. Ja, ich will nicht jeder Manu haben? Ja, deswegen wunderte mich das gar nicht mehr, Beringer. Solche Sachen wundern mich heutzutage nicht mehr. Deswegen war das ganz normal. Das ist nur die Vehemenz, mit der Guru geschrieben hatte. Weißt du? Guten Abend, ihr Banausen. Das heißt, ihr lieben und nicht so lieben. Weißt du doch. Aber ich habe gestern nach dem Stream, ne? Ich habe gestern so nach dem Stream, ich war zwar ganz schön K.O., aber habe ich gedacht, so, ich saß wirklich so, Gott, habe ich das vermisst, ne? Das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Eine Woche so wirklich komplett irgendwas anderes gemacht. Ich habe ja auch keinen Computer und nichts, ne? Wirklich komplett was anderes gemacht. Und auch wenn ich total K.O. war und auch richtig foxy war, ich saß da und sagte so nur so, Gott, hab ich das vermisst, ne? Ja. Monika! Hallöchen, Monika! Hallo, Monika, einen wunderschönen guten Abend. Siehste, kommst du doch alle reingetrüppelt. Ich freu mir. Loch im Bauch. Grüß dich, junge Frau Sonja. Was hat der Papa denn, liebe Sonja? Was hat der Papa denn? Kannst du deine Eltern mal von solchen Orten weghalten? Kannst du nicht mal dafür sorgen? Oh Mann. Freizeit Surfing Bird. Freizeit Surfing Bird. Oh Gott. Das Knie. Ach je. Ach je, ach je. Oh. Und das Knie, hollahi. Irgendwas hat jeder. Wenn man mal nichts hat, dann kommt das nächste. Ja, eins löst das andere ab. Auch so eine Sache, die man lernen muss. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Der eine trägt ein bisschen mehr als der andere. Deswegen muss dem, der mehr getragen wird, immer geholfen werden. Knie aber jetzt neu. Ah, ist natürlich nicht. Monika kriegt ein Dino. Ach so. Den tanzenden Dino. Bei mir im Chat, die tanzt der zum Beispiel nicht. Hm. Ich sehe das jetzt auf dem Laptop, weil ich da mein, da nehme ich ab, was ich sehe, was ihr seht, das sehe ich dort auch auf meinem Laptop. Und da sehe ich, dass der tanzt, aber auf meinem Chat sehe ich es nicht. Besser als Discasting Firebird, glaube ich, soll das heißen. DC's. Ich schiebe schon wieder einen Anhänger. Man sollte nicht lesen. Was du machen? Ich habe ihn mir nur abholbereit hingestellt. Ja, ja, ja. Box 82, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Hallöchen. Ja, moin. Warte mal, ich muss, glaube ich, mal einen Ticken. Bleib mal stehen, sonst fährst du gegen Baum. Herz. Ziehen wir mal ein bisschen rüber hier. Wird schon. So.
Wer fährt denn da wieder wie Tipptopp? Ich glaube, es ist, was soll ich dazu sagen? Ich hab's mir nicht abgeguckt. Ich bin unschuldig. Zwar seit dem letzten Mal, aber ja. Ich war's. War ganz allein meine Idee. Und ich bin stolz drauf. Außerdem, obwohl bei Landwirtschaft kann das hinkommen, ne? Aber LKW fahren tut sie ja schon mal ganz gut. Das kriegt sie ja schon hin. Bei Landwirtschaft würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber so zu fahren, ne? Wie Manu. Wenn ich so dran denke, wie Lavi über das Feld gepflügt hat, das sah auch nicht viel besser aus. Du. Beim Pflügen. Nur beim Pflügen. So. Kann ich den jetzt nicht abladen? Was ist das jetzt hier? Geht das wieder nicht? Warte mal, anheben. Oder das geht nur, wenn er auf zusammengeklappt ist. Ich guck mal. Glaube ich nicht. Nee, lässt sich hier nicht. Jetzt nicht. Ich fahr mal hinten ran. Ist auch möglich. Deswegen. Aber eigentlich ist der sehr niedrig. Und ich habe schon immer gesagt, dass Manu verdammt gut fährt, auch in LS. Naja, da hat sie ja schon das eine oder andere mitgenommen, ne? Das muss man ja, Butter bei die Fische, lieber Sigi. Das muss man ja leider mal so sagen. Hä, wieso komme ich hier an den nicht ran? Ist der noch zu hoch? Das ist nicht schön. Finde ich nicht in Ordnung. Soll die Mutti mal probieren? Wo bist du überhaupt? Da hinten. Hier kommt nichts. Das ist nicht schön. Kann ihn mal abschnallen, du kannst gerne versuchen, aber. Ich muss erstmal, aber dann musst du jetzt gleich mal meinen Flug sauber machen. Ja, gehe ich raus, mache ich sauber. Das wäre jetzt nicht so prickelnd, wenn das mit dem nicht funktioniert. Schon mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch am Traktor liegt, nicht am Anhänger? So. Zeig ich mal eben aus. Oder. Sehr schön. Machen wir jetzt nicht, dass klappt. Nein. Ja. Okay. Irgendwie. Ich glaube, ich guck mal, ob ich den Anhänger mal weggezogen kriege. Ob wir das aufgeladen kriegen. Mit dem Steini. Und das wieder einsammeln kann. Der war jetzt. Das sollte aber eigentlich gehen. Da stand nur hier abladen. Senken, anschalten.